wie ich auf Dentons gekommen bin. Ich war damals auf einer Bewerbermesse, der Juracon in Berlin, und habe Interviews mit drei Kanzleien geführt. Dentons hatte diese offene Kultur, diesen Esprit. Und darum habe ich mich damals für Dentons entschieden. Das war auch die richtige Wahl. Diese offene Kultur wird eben auch vom globalen Management gelebt. Als Referendar in der Anwaltsstation hatte ich anfänglich relativ wenig Erwartungen an die Kanzlei. Ich wusste, es ist Anwaltsleben, lernte dann aber kennen, dass vor allem in meinem Team, im Kartellrechtsteam, ein relativ entspannter Umgang miteinander ist, fast schon freundschaftlich. Auch in der privaten Zeit oder in der Freizeit trifft man sich des Öfteren einmal. Als ich bei Dentons angefangen habe, habe ich national gearbeitet. Das hat sich inzwischen komplett gewandelt. Ich arbeite inzwischen fast ausschließlich auf internationalen Mandaten. Und das macht für mich jetzt den Reiz von Dentons aus. Mir wurde früh auch Verantwortung übertragen. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass wenn ich Fragen stellen kann, ich die auch stellen kann. Und jetzt unabhängig davon, ob das der Counsel oder Partner ist, den ich da frage. Man kann beim Kollegen einfach anklopfen und mit ihm ein Smalltalk machen oder auch einmal nachfragen, wenn man selbst nicht zur Firma in einem Rechtsgebiet ist. Da hat man auch nie das Gefühl, dass man jetzt irgendwie an eine Tür klopfen muss und Einlass bittet, sondern das ist irgendwie eine sehr, sehr, sehr offene Atmosphäre und Fragen sind eigentlich immer willkommen. Ein wesentlicher Pluspunkt dieser Kanzlei ist die sogenannte Work-Life-Balance. Ich kann Beruf und Privatleben derzeit sehr gut miteinander vereinbaren. Wenn ich so die drei Hauptgründe aufzählen müsste, weshalb ich glaube, dass Dentons für mich irgendwie eine gute Wahl gewesen ist und auch immer noch ist, ist es zuerst einmal so die Zusammenarbeit mit den Kollegen oder generell, dass es hier halt wirklich viele Kollegen gibt, mit denen ich auch gerne nach Feierabend nochmal Bier trinken gehe. Mit denen man jeden Tag zusammenarbeitet und damit ja auch die meiste wache Zeit seines Tages mit ihnen verbringt. Und die auch noch ein bisschen mehr in ihrem Leben gerne machen, außer Jura. Und der zweite Punkt, der für mich eben ganz wichtig war und sich jetzt auch als wichtig herausgestellt hat, ist die internationale Zusammenarbeit. Ich denke, hinsichtlich beider Aspekte hat Dentons eine ganze Menge zu bieten. Einerseits haben wir ein sehr angenehmes, offenes Arbeitsumfeld, das oft durch die Kanzlei gefördert wird, durch entsprechende Get-Together-Veranstaltungen, die regelmäßig organisiert werden. Gleichzeitig haben wir aber auch spannende nationale wie auch internationale Mandate, die dann die Arbeit äußerst abwechslungsreich und auch spannend machen. Und der dritte Punkt, der sich für mich auch als wichtig herausgestellt hat, ist, dass wir eigentlich alle relativ früh wirklich ins Mandat kommen und auch an den Mandanten ran. Ich hatte immer so die Vorstellung, dass ich ein paar Jahre in so einer Kanzlei arbeite, aber eben auch mit gutem Gewissen sagen kann, ich bin Anwältin und ich sitze halt nicht nur hinten in irgendeinem Büro und schlage auf die Tastatur ein und kriege nie einen Mandanten zu Gesicht. Und das, glaube ich, kann man hier ganz, ganz gut mitbekommen und sich dann auch wirklich wie ein Anwalt fühlen. Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst oder zu großen Unternehmen herrschen bei Dentons relativ flache Hierarchien. Das sind Kollegen, mit denen würde ich gern zusammenarbeiten. Und ja, das ist eigentlich auch bis heute so geblieben und das ist etwas, was ich sehr zu schätzen weiß an meinem Arbeitsplatz. Ja, ich glaube, dass Dentons ein guter Adresse ist, wenn man wirklich international arbeiten will und wenn man Projekte mit anderen Fachbereichen zusammen machen will. Bewerbt euch bei Dentons. Die Arbeit ist spannend, die Kollegen sind nett. Ich habe meine Entscheidung nie bereut.